Preiswerte Gamekeys, Gamecards und vieles mehr findest du bei meinem Partner MMOGA. Alle Links dazu sind unten in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß beim Video. So, meine Lieben, weiter geht's mit der 7. Folge der FIFA 15 Pack Openings. Und ihr seht schon im Hintergrund, heute also nochmal mit der Chance, einen dieser Spieler aus dem Team of the Week Nummer 6 zu ziehen. Unter anderem natürlich Lahm mit am Start mit einer 88. Richtig, richtig genial. Vorne Aguero, Callejon und Snyder, hinten noch mit Godin und Baines. Auch zwei absolute Granaten. Also egal, wen du eigentlich ja aus diesem Pack oder aus diesem Team ziehst, die sind alle gar nicht so schlecht. Die können wir alle ganz gut gebrauchen. Von dem her investieren wir, ihr seht es oben, die 2300 FIFA-Points heute alles in die Packs und hoffen, dass wir einen guten ziehen. Man muss dazu sagen, wer vielleicht den letzten Stream von mir geguckt hat, am Samstag war das Ganze, der war ja gar nicht so schlecht. Da haben wir auch ein kleines Pack-Opening gemacht, hatten Modric gezogen, hatten Kandreva nochmal gezogen. Also eventuell hat der uns so ein bisschen Glück gebracht und vielleicht geht ja diese Glückssträhne so ein klein wenig weiter. Jetzt erstes Pack mit Tim Howard vorne drauf. Bitte lass wieder einen guten gleich drin sein. Schade. Giaccherini, der Mann aus Sunderland, linker Mittelfeldspieler, gehen dann noch Drost mit am Start von Zwolle, ein paar Verträge. Und da haben wir noch zwei Spieler, die wir doppelt haben. Derlei und Brickic, Freunde. Also das Pack, ja, für den Start würde ich sagen, lassen wir es mal durchgehen, aber an sich können wir das komplett wegkloppen und vergessen. Nichts wirklich Gutes. Ihr seht auch oben 71.000 Münzen. Im Stream gab es auch am Samstag das allererste Wager-Match von mir, das ich bestritten habe, gleich gewonnen habe, rund um, oder ja, es ging um den guten Luka Modric dann gleich, den wir gezogen haben. Und jetzt haben wir Hazard vorne drauf. Und jetzt ist da jemand drin. Pjanic. Pjanic, Freunde. Was ist der junge Mann wert? Da gucken wir doch gleich mal rein. Auf Transfermarkt anbieten. Preisvergleich. Ja. Oh, 1.800. Okay, ich dachte eher so vielleicht, ne, 4.000, was wir gerade gesehen haben. Also 2.000 Münzen, ich meine, ist jetzt nicht so schlecht, aber auch nicht wirklich krass. Robson noch mit am Start. Santiago Bernabeu, Sandro haben wir noch. Okay, zentral defensiver Mann. Huch, nicht schnell verkauf. Einlösen, da oben stand's. Von den Queen's Park Rangers mit dabei, East Point Arena. Also von dem her auch da erstmal alles in den Verein kloppen. Also Pjanic, ne, ich mein, da kann man jetzt schon mal einigermaßen zufrieden sein. Zumindest der Beste bisher. Nächstes Pack, das dritte jetzt. Kommt schon, Daumen drücken. Bitte, bitte, bitte. Nochmal so ein Modric, nochmal so ein Xavi, nochmal so ein Balotelli und wie sie nicht alle heißen. Wäre richtig genial. Und wir haben Malafeev, Domizzi mit dabei, Gelland. Also jetzt geht es wieder so ein bisschen zurück, was das Packlack angeht. Da haben wir noch das Gastrico von Everton, Hull City Wappen, Finisher. Da haben wir noch relativ wenige, glaube ich, was die Chemistry Styles angeht. Alle dann nur, wie gesagt, so ein bisschen in den Pack Openings ab und an gesammelt, aber wirklich viele waren das nicht. Von dem her können wir den auch nochmal wegkloppen. Was vielleicht auch mal ganz geil wäre, mal so zwischendurch, wären mal ein Inform, ne? Wir hatten noch keinen einzigen Inform gezogen und ein paar Pack-Openings haben wir ja schon gemacht. Gut, jetzt nicht ewig viele, aber doch schon ein paar wenige. Vielleicht ist er ja jetzt drin. Nee, wieder nicht. Wieder nur Camacho, Colotto, Lomberts und wie sie nicht alle heißen, LSLF plus 30 Fitness. Das ist immer gar nicht so schlecht. Da will ich jetzt mal spaßeshalber gucken, für wie viel geht das mittlerweile? 1000 nur noch, okay. Dachte ein bisschen mehr, aber gut, ist auch in Ordnung. Speichern war auch wieder alles im Verein. Also ihr merkt mir sehr, das Pack-Opening nur schnell speichern und fertig, weil wir nichts Gutes ziehen. Aber jetzt, Freunde, aber jetzt, ich verspreche es euch, jetzt kommt der absolute Burner mit Tim Howard vorne drauf. Und, komm, Blaschikowski, ja, das ist doch schon mal schön. Und Wiltshire mit am Start. Keine Ahnung, wie viel Blaschikowski wert ist. 87er Tempo, 74er Schuss, 83er Dribbling, 79 passen, 72 Füße. Ja, 4, 3, 1000, 3, 4, irgendwie sowas, 3, 5, also sagen wir mal 3000 Münzen, grob sowas in dem Dreh. Nehmen wir auf jeden Fall gerne mit, wäre vielleicht auch einer für ein Bundesliga-Team. Und Wiltshire ist auch nicht so schlecht eigentlich, oder, Freunde, hier. Der geht sogar noch für noch mehr. Also das ist bisher das absolut beste Pack. Da können wir richtig gut mit leben. Den werde ich mal schnell auf die Transferliste hauen, weil den haben wir ja schon. Die anderen werde ich einfach mal schnell im Verein speichern, Blaschikowski und Co. natürlich auch. Das Stuttgarter Wappen, alle Stuttgarter Fans, verzeiht es mir, aber ich werde es jetzt einfach mal abstoßen, den Ball genauso. Und dann haben wir noch 1550 FIFA-Points, sprich knapp 10 Packs, die wir aufmachen werden. Bitte warten, während deine Transaktion, während der Inform geladen wird. David Alaba ist drauf, komm schon, gib uns einen Inform jetzt. Weidenfeller, den nächsten von Dortmund und Siani. Okay, ich weiß nicht, ob Weidenfeller was wert ist. Wir haben noch Papadopoulos, Affelei, der hat doch auch relativ viel Skills, ne? 4 Sterne. Okay. Werde ich alles mal im Verein dazu kloppen. Aber jetzt schauen wir schnell Weidenfeller. Geht der für was? Ich glaube nicht. Oder Keeper sind doch jetzt nicht so brutal. Alter! Der geht auch für einiges. Was ist denn los, Freunde, hier? Schauen wir mal. Siani. 82er Füße, 65er Tempo. Franzose von Lazio. Passt eigentlich auch ganz gut, um was bauen zu können. Aber gut, der geht gerade mal für Abschlusspreis grob. Affelei will ich jetzt nochmal schnell schauen, wegen seinen Skills. Aber dadurch, dass er nicht selten ist,
Boah, ich dachte schon, dass er nicht selten ist. Naja, auch nicht für wirklich viel. Aber wie gesagt, das Pack haben wir auch schon wieder reingeholt durch Weidenfeller. So, jetzt die letzten zwei, drei, die haben sich, würde ich mal sagen, so grob rentiert. Genauso wie es sein muss. So, wir machen einfach weiter. Wir machen heute bis jetzt keine besonderen Packs, außer wir ziehen jetzt mal wieder Scheiße. Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Aber so läuft es auch momentan einfach mit Drücken. Oh, okay, und jetzt haben wir Clément und El Pierre, aber der ist zu langsam. Manolas nochmal, den haben wir ja auf dem anderen Account, sprich bei der Pack Road to Glory mit am Start. Knoche haben wir auch schon doppelt. Also das, ja, war jetzt nichts wirklich wunderbar Tolles. Können wir alles wegstoßen, abstoßen, wegkloppen. So, nächstes Pack, jetzt mal Nose Pack. Wenn es schon nicht läuft, huch, muss nur gucken, dass ich nichts mit Münzen aufmache. Kann sein, dass ich schon wieder eins aus Versehen aufgemacht habe, wer weiß. So, bitte warten, während der hoffentlich erste Inform jetzt aber letztendlich sicher geladen wird. Wieder Hazard drauf, komm schon, einen Inform und es ist... Jardel, Noveski von Mainz, Quagliarella von Torino und dann noch Morales mit am Start. Och, Mano, ich will doch jetzt einen Inform. Nicole Genoveski, Freunde. Ich will doch jetzt einen Inform. Gib mir doch einfach einen, dann sind wir zufrieden. Dann sind wir alle zufrieden, alle glücklich und dann passt das. Nächstes Pack, jetzt mal mit Messi vorne drauf. Vielleicht bringt der uns ein bisschen Glück. Ich glaube, jeder hatte schon Inform, nur wir nicht, oder? Und wir haben Gentner. Nächsten Mann vom VfB Stuttgart. Oh, ein Set, glaube ich, da. Freischalten. Vielleicht ist ja im allerersten Gratis-Set, das ich ziehe, der Inform drin. Navarro, ein paar Verträge, Perez und Zhirinovskiy, was auch immer. Alle im Verein speichern. So, den können wir abstoßen. Würde ich sagen, machen wir mal schnell das Set jetzt da auf, das wir gerade gezogen haben. Das wäre natürlich jetzt der Hammer, wenn da jetzt unser bester Mann drin wäre. Ein einziger seltener Spieler ist drin und es ist Ebert, Freunde. Oder ein seltenes Objekt, das war ein Vertrag. Aber Ebert als Spieler, Camacho mit dabei. Anjukov und Gabulov, zwei Russen mit am Start. Naja, naja, naja. Also, aber gut, war abzusehen, dass wir in dem Pack vielleicht nicht unbedingt die Besten drin haben. Aber nehmen wir natürlich gerne mit. So, also, was haben wir jetzt noch? 950 Münzen heißt 5 Packs, sowas in dem Dreh. 6 Packs, 6 genau, oder? 600? Ja, 6 Packs und dann haben wir noch ein bisschen was übrig. Diesmal mit Hazard. Schauen wir mal, dass wir vielleicht jetzt, mal gucken. Vielleicht nehmen wir mal wieder, ich weiß nicht, ich glaube im Stream war es Griezmann oder Griezmann, wie auch immer der ausgesprochen wird, der uns Glück gebracht hat. Jetzt haben wir hier Prödel, Moja und Geis und 2000 Münzen. Okay, dann, ja, dann können wir das gerne mitnehmen. Aber sonst nicht wirklich toll. Keeper von Atletico, der Moja. Aber den Moja nicht haben. Ha! Aber das war jetzt fränkisch wahrscheinlich. Keiner gecheckt, alle, was da los? So, nächstes Pack. Jetzt, wartet mal, wir haben gesagt, wir machen mit, huch, jetzt bin ich ganz raus. Wir machen mit Griezmann. Lädt das immer neu eigentlich? Ja, das lädt immer neu. So, wir machen jetzt eins mit Griezmann auf. Und dann kommt nur Messi. Pass auf, das rentiert sich, Freunde. Das rentiert sich richtig. Ja, wenn wir ihn mal kriegen würden, aber er will nicht. Ist der das so selten oder was, dass der auf den Packs drauf ist? Wir kriegen immer nur Alaba, Howard und Messi. Und Higuain jetzt mal. Da war Griezmann, aber das war das falsche Pack. Oh, shit, Freunde. Messi, Higuain, Alaba, da war wieder Griezmann mit am Start, Alaba, Griezmann. So, jetzt bringt es uns Glück, 100 pro versprochen, wir ziehen jetzt halt den besten Spieler. Komm, irgendeinen, Messi, Ronaldo, Ibra oder irgendein Inform wird mir auch reichen. Und wir haben ein Villa. Und wir haben ein Villa, Frieser, noch ein Keeper, ein Silberner. Ich weiß nicht, ob ein Villa irgendwas wert ist. Ich glaube eher nicht so viel, oder... Naja, ein bisschen was. Können wir auf die Transferliste packen. Den guten Mann. Fitness haben wir mal wieder gezogen. Das sehe ich auch relativ oft. Das passt. Huch, nicht verkaufen, sondern alle Objekte im Verein speichern. Und den Rest. Ach so, genau. Abstoßen haben wir schon gemacht. Also, kommt schon. Irgendeiner muss doch jetzt noch drin sein. Hier gibt's doch gar nicht. Das war keinen guten Ziehen. Ich meine, vorhin hatten wir ja echt mal zwei Packs, die sich rentiert haben. Aber da haben wir eigentlich auch nur das wieder reingeholt, was die Packs mehr wert waren. Vielleicht ein bisschen mehr. Okay, in dem einen haben wir vielleicht so 10.000 gemacht. Das Pack ist 7,5 wert. Also leichter Gewinn, aber wirklich krass viel was nicht. So, da haben wir Davide Santon. Den können wir auch vielleicht mal schnell angucken. Relativ schneller Mann, wobei der, glaube ich, auch schon mal schneller war. Wenn mich nicht alles täuscht. Aber geht auch nicht für so viel. Oh, Young und Fischer haben wir noch mit dabei. Den Viktor und das können wir alles im Verein speichern. Den Kollegen Sakiani erstmal abstoßen. Und dann jetzt noch genau 3 Packs. Kommt schon. Irgendwas muss doch jetzt gehen mal. Mach mal die Augen zu. Vielleicht bringt das hier Glück. Freunde, Sonntagmorgen. Augen zu. Ist schön. Und jetzt ein Inform wäre noch schöner. Boah, ganz tief durchschnaufen. Bitte. Drückt alle die Daumen. Also 3, 2, 1 und... Moisander, Baumann, Potuk. Nichts. Einfach mal gar nichts Gutes.
Aber wirklich nichts Gutes, oder? Gut, zweimal Fitness bringt wieder so 2.000-3.000. Aber trotzdem, das ist ja nichts, was wir da haben. So, das können wir mal abstoßen. Wir haben auf jeden Fall jetzt genügend Objekte im Verein. Nach den ganzen Pack-Openings, ich bin ja immer alles da am Speichern. Sprich, dass man das im Livestream und Co. verwenden kann. Wobei ich ja für den Livestream jetzt nochmal einen anderen Account habe. Aber trotzdem, das passt ganz gut. Bartstuber, oh, der ist ja nicht mal mehr selten. Holger Bartstuber, gut, lange verletzt gewesen. Zieler noch mit am Start, ich schau mal. Aber 59er Tempo ist halt ein bisschen lasch. Ja gut, da kommt er auf, gerade im Abschlusspreis. Da Costa mit dabei, Ngaris mit am Start. Und Resit Akçay. Naja, abstoßen will ich da nix. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch das letzte Pack auf, das, ich weiß nicht, 11., 12. oder sowas in dem Dreh. Drückt die Daumen, dass wenigstens jetzt was Gutes drin ist. Alle aber vorne drauf. Und jetzt wird spannend. Komm schon, dass es sich wenigstens mega rentiert hat jetzt. Zum Ende, zum Schluss gibt's das Beste und es ist wieder ein Via. Was will ich mit dem? Und Schöne. Och, Menno. Und Schneiderlin. Oh, schön. Ja, im Via auf die Transferliste kloppen. Den Rest würde ich fast sagen, können wir wie immer im Verein speichern und den Schneiderlin, den Freund. Schauen wir mal rein, hat er irgendwie was schon? Ist er irgendwo gut? Irgendwie? Nee, von dem her. Abstoßen, Freunde. Also in dem Sinn würde ich sagen, war das Pack-Opening, das letzte zum Team of the Week. Nummer 6, ihr seht es jetzt nochmal so ein bisschen im Hintergrund. Vielleicht habt ihr ja einen geilen gezogen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich interessieren. Ich habe, wie gesagt, bisher noch überhaupt kein Glück gehabt mit Informs, aber gut. Vielleicht dann im Team of the Week Nummer 7. Wir sehen uns wieder am Dienstag, am Donnerstag sowas in dem Dreh. Also zum Wochenende irgendwann hin wird es das nächste Pack-Opening dann mit dem neuen Team of the Week geben. Und im Hintergrund seht ihr jetzt die Endcard eingeblendet. Ein bisschen neues Video, könnt ihr vorbeiklicken, wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt. Oder natürlich gerne auch bei den anderen Kanälen. Badeschlappenzock mit The Evil Within im Horrorspiel mit Facecam da am Start. Oder gerne auch Badeschlappen-TV, wo es ab und an ein paar ja, interessante Vlogs von mir gibt. Nicht wirklich regelmäßig, aber wenn ich mal Zeit finde, mache ich das ganz gerne. In dem Sinn, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Ich bin erstmal raus. Genießt den Tag. Macht's gut. Bis dahin. Euer Badeschlappen. Servus.